Hallo liebe Weltraumfreunde, es ist wieder ein fantastischer Tag auf dieser kugelförmigen Erde. In den letzten Tagen haben mich viele Kommentare erreicht unter einem oder mehreren Videos von mir, in dem Leute mal netter, mal nicht so nett dargelegt haben, warum die Erde in Wahrheit eine Scheibe sein muss und nicht kugelförmig sein kann. Das habe ich mal zum Anlass genommen, mir einige dieser Kommentare rauszupicken und die möchte ich euch in diesem Video vorlesen und meine Gegenargumente bringen, so dass wir im Optimalfall am Ende alle zu dem Ergebnis kommen, dass die Erde keine Scheibe sein kann. Aber bevor wir damit anfangen, trinke ich erstmal einen leckeren Schluck Adrenochrom. Das hält nämlich jung. Lecker. Der erste Kommentar gewinnt auf jeden Fall einen Preis für die kreativste Beleidigung. Ich lese mal vor. Du hohles Stück Mettwurst, wie kann man nur so ignorant sein? Mal abgesehen von dem flachen Erde-Thema ist es sehr gefährlich, was du hier in deinen Videos übermittelst bezüglich Gates. Zieh nur alles ins Lächerliche, wirst ja sehen, wo das endet. Nutze deine halbwegs intelligente Seite doch mal, um dich wirklich schlau zu machen. Könntest damit eventuell was Positives zu unserer Gesellschaft beitragen, leben und leben lassen, sage ich dann nur. Ja, dazu kann man sagen, es ist ja ein positiver Beitrag, wenn ich in meinen Videos gegen solche Verschwörungstheorien angehe. Es ist nämlich genau andersrum. Leute, die solche absolut grotesken Verschwörungstheorien verbreiten, wie dass die Erde eben eine Scheibe sei oder flach sei oder was auch immer, die tragen ja dazu bei, dass immer mehr Leute in der Gesellschaft verdummen und letztlich Wissenschaft und Rationalität in Frage stellen. Und ich glaube, das ist wirklich eine fatale Entwicklung für unsere Gesellschaft. Ich denke, dass deswegen meine Videos zu diesen Verschwörungstheorien tatsächlich einen sehr guten Beitrag geben. Und ich meine, jemand, der direkt anfängt, in den Kommentaren zu beleidigen, auch wenn ich Mettwurst für eine sehr kreative Beleidigung halte, der disqualifiziert sich ja letztlich auch selber. Leben und leben lassen, sagt er am Ende. Das tue ich ja auch. Ich möchte keinem seine Meinung oder Verschwörungstheorie verbieten. Das verstehen ja auch viele nicht. Nur es ist eben dann auch mein gutes Recht oder auch von anderen Wissenschaftlern, Science-YouTubern dagegen was zu sagen. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Sache. Der nächste Kommentar, der mich schwer beeindruckt hat im negativen Sinne, lautet wie folgt. Bin nicht zu 100% überzeugt, dass die Erde flach ist, aber ich glaube halt nicht von vornherein alles, was die Medien mir erzählen. An die Mondlandung glaube ich nicht, sonst wären die Russen auch dort gelandet, um zu zeigen, dass sie es auch können. Die angebliche Mondlandung ist schon 51 Jahre her, müsste also mit der heutigen Technik ein Kinderspiel sein. Also wieso landen die Russen oder Chinesen nicht auch mal auf dem Mond? Ja, das Argument würde vielleicht irgendwo Sinn ergeben, wenn es stimmen würde, was derjenige dort geschrieben hat, aber es stimmt natürlich gar nicht, denn es ist schon möglich, mit der heutigen Technik wieder auf dem Mond zu landen und tatsächlich haben das ja auch viele Nationen vor. 2024 sollte das Artemis-Projekt der USA starten. Es kann sein, dass es durch Corona jetzt zurückgeworfen wird und Ziel dieses Projektes ist es eben, wieder Astronauten zum Mond zu bringen und sogar eine dauerhafte Basis dort zu errichten. Also in den nächsten Jahren werden wir eine erneute Mondlandung sehen und ich frage mich, was die Flacherdler dann argumentieren werden. Alles gefaked? Die Leute verstehen ja auch oft nicht, dass es mehrere Mondlandungen gab. Apollo 11 im Jahre 1969 war nur die erste, wenige Monate danach, also wirklich direkt danach kam Apollo 12. Das ist auch fake. Und die Russen bzw. die Sowjets wären ja damals die ersten gewesen, die das Ganze angezweifelt hätten, haben sie nicht getan. Wir haben sofort den Amerikanern gratuliert. Und so gesehen muss man sagen, auch wenn das Thema Mondlandung erstmal per se gar nichts mit der flachen Erde zu tun hat, aber auch die Mondlandungsverschwörungstheorien sind eben völliger Quatsch. Und oft ist es so eine Abwärtsspirale. Man fängt an der Mondlandung zu zweifeln und dann ist eben Endstation flache Erde. Ein weiterer vorzüglicher Kommentar ist dieser hier. Er, also Xavier Naidoo, um den ging es in einem meiner Videos, behauptet nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Er redet von einer flachen Erde. Mhm. Das habe ich jetzt schon oft gehört in der Flat Earth Community, dass Scheibe und flache Erde und was weiß ich, für was für geometrische Formen da noch erfunden werden, dass das also ein tiefgreifender Unterschied sei. Und wenn man den Flacherdlern vorwirft, sie würden an eine Scheibe glauben, dann würde man ihnen Unrecht tun. Es mag ja sein, dass es innerhalb der Flat Earth Community zig Unterkategorien gibt und ideologische Streitigkeiten, dogmatische Unterschiede. Nur mache ich mir nicht die Mühe, da zu unterscheiden, denn es ist ja so oder so Unsinn. Also wenn mir jetzt einer genauestens darlegt, warum eine flache Erde sich fundamental von einer Scheibenerde unterscheidet, ändert das nichts daran, dass beides völliger Unfug ist. Es kann also dahinstehen, die Erde ist weder flach noch eine Scheibe. Jetzt kommt wieder ein unfreundlicherer Zeitgenosse, der geschrieben hat, hey Astrocomics TV, ihr labert nur Müll,
dieses Mainstream-Pseudo-Wissen braucht ihr nicht verbreiten, informiert euch lieber richtig, ihr seid lächerlich. Wenn man die Form der Erde hinterfragt, macht man das nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Erkenntnisprozess. Aber ihr Schafe haltet Menschen lieber dumm und indoktriniert sie immer mehr. Der Typ, der in dem Video labert, nur Bockmist, also ich. Ihr habt keine Ahnung, stellt euch ab, ihr Schwachsinnigen, dieses Video ist extrem schlecht, hört auf, die Leute zu verblöden, fangt an zu denken, die Menschen werden nur belogen. Ja, ich hätte natürlich ein Motiv, die Kugelgestalt der Erde zu leugnen. Leider habe ich hunderte Plüschtiere der Erde in Kugelgestalt hergestellt. Und wenn die Erde tatsächlich eine Scheibe wäre, wer würde dann noch Kugelplüscherden kaufen? Also so gesehen, traut mir auf keinen Fall. Aber auch zu dem Kommentar muss man wieder sagen, erstmal diese Aggressivität finde ich verwunderlich, mit der man dann angegangen wird, ist ja auch kein Argument da drin. Ich meine, wenn derjenige jetzt darlegen könnte, warum das falsch ist, was ich erzähle, warum die Erde eine Scheibe ist. Aber da kommt ja nichts, weil es keine Argumente gibt. Und dieses Schlafschafe und belogen werden, das finde ich in dem Fall total unangebracht. Natürlich sollte man nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Man sollte auch nicht die Zeitung aufschlagen und sagen, ja, es steht in der Zeitung, dann ist es genau so. Es gab genug Fälle in der Geschichte der Menschheit, wo Leute belogen wurden. Noch heute passiert das andauernd in der Politik, in anderen Staaten. Die Bevölkerung von Nordkorea sollte kein Wort von dem glauben, was ihnen erzählt wird. Auch in Deutschland, als damals gesagt wurde, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu glauben, wäre man wohl gut beraten gewesen, das anzuzweifeln und den Politikern und dem Mainstream in dem Fall nicht zu glauben. Also, ich sage überhaupt nichts gegen Skeptizismus, ich bin der Letzte, der alles glaubt. Nur dann so weit zu gehen, wieder diese Abwärtsspirale so weit runter zu gehen, dass man sagt, es gibt einen Weltverschwörungskomplott bezüglich der Kugelerde. Das ist eben einfach Schwachsinn, denn erstens, was hätten die Eliten für ein Interesse daran, die Leute über die Gestalt der Erde zu belügen? Zweitens, wie sollte man eine solch gigantische Verschwörungstheorie aufrechterhalten? Ist auch ein gutes Argument für die Mondlandung. Damals waren bei der NASA und bei den Dienstleistern über 100.000 Menschen involviert. Wie will man so viele Menschen für immer zum Lügen bringen? Jetzt überlegt mal, wie viele Menschen müssten in die flache Erde-Theorie involviert sein? Das müsste ja die halbe Weltbevölkerung sein, die man da verpflichtet, die anderen anzulügen. Deswegen sage ich, skeptisch sein ist immer gut, nur da, wo es völlig absurd ist, sollte man nicht skeptisch sein. Man muss einfach ein bisschen seinen Verstand einschalten und dann wird man sehen, dass es eben bei einigen Dingen gerechtfertigt ist, skeptisch zu sein und bei einigen Dingen, wie bei der Kugelgestalt der Erde, ist eben völliger Humbug. Und ein letztes Highlight möchte ich euch noch vorstellen, nämlich den Kommentar, der sich liest, wie der folgt. Du erzählst von Sonne, Mond und Schwerkraft. Warst du schon mal auf dem Mond? Warst du schon mal oben? Du laberst Müll, Digga, und ob die Erde flach oder rund ist, was macht das für einen Unterschied? Keinen. Denk einfach mal nach. Xavier Naidu kommt aus der Bankenstadt Frankfurt. Da hat er bestimmt mehr Infos als du in deinem Drecksdorf. Naja, ich sag nur, später im Jenseits werden wir alle erfahren, was richtig war und was nur gelogen war. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, wer ist Xavier Naidu? Klingt wie die Schwester von Xavier Naidu. Soweit ich weiß, kommt Xavier Naidu auch nicht aus Frankfurt, sondern aus Mannheim. Selbst wenn er aus Frankfurt käme, haben die Leute in Frankfurt mehr Infos als der Rest der Welt. Kommt jemand von euch aus Frankfurt? Könnt ihr bestätigen, dass die Erde eine Scheibe ist? Ich weiß es nicht, es ist alles sehr ominös. Das mit dem, ja, im Jenseits erfahren, das ist auch völliger Humbug. Im Jenseits würde ich mal behaupten, erfährt man gar nichts. Und wenn man was erfährt, dann, dass die Flache-Erde-Theorie natürlich völliger Schwachsinn war. Ja, du erzählst von Sonne, Mond und Schwerkraft. Warst du schon mal auf dem Mond? Das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Man muss nicht alles empirisch erleben oder haptisch, um es beweisen zu können. Das wäre ja auch fatal. Man stelle sich mal vor, damals die großen Entdecker wären so angegangen worden. Magellan zum Beispiel, der große Seefahrer und Entdecker, hat sich vorgenommen, eine Durchfahrt vom Atlantik in den Pazifik zu finden, die er dann letztlich auch gefunden hat, die Magellanstraße. Man stelle sich mal vor, jemand hätte ihm gesagt, Magellan, du Opfer, warst du schon mal in Südamerika? Wie willst du denn da was finden? Ja, deswegen wollte er da hin und es rausfinden. Man entdeckt in der Wissenschaft etwas durch Versuche und Experimente und kann dann Angaben über größere Sachverhalte sagen. Es war auch noch nie ein Mensch beim Pluto. Trotzdem konnte man schon, bevor man die erste Raumsonde dorthin geschickt hat, Angaben über den Pluto machen. Und so haben ja schon Wissenschaftler und Entdecker vergangener Epochen, denen viel schlechtere Mittel zur Verfügung standen als uns heute. Die haben schon Angaben über den Durchmesser der Erde, über die Kugelgestalt der Erde gemacht. Diese wissenschaftliche Methode, so schlecht zu reden, also dass man Leuten wie Galileo, Da Vinci oder auch Eratosthenes von den alten Griechen, dass man deren Leistung so in Abrede stellt mit so einem absurden Schwachsinnsargument von wegen, ja, warst du schon mal im Weltraum, ist einfach nur eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Also es ist einfach, damit wird dem der Wissenschaft, der Leistung der Wissenschaft,
diesem Vortasten im Dunkeln der Unwissenheit, das Beseitigen der Ignoranz durch die wissenschaftliche Methode, dem wird durch sowas einfach vor die Füße gespuckt. Und ich reg mich tierisch drüber auf, denn da setzt sich einer heutzutage hin vors Internet, das ihm von Satelliten bereitgestellt wird, vor einen Computer, der nur durch die technischen Durchbrüche der vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte möglich ist und schreibt so einen Unsinn. Unfassbar. Zum Glück gibt's aber nicht nur solche Kommentare unter meinen Videos. Es gibt auch immer wieder super lustige und aufklärende Kommentare mit wissenschaftlichem Inhalt. Und mein Lieblingskommentar der letzten Tage war der hier. Wäre die Erde eine Scheibe, würden die Katzen alles vom Rand stoßen. Ist einfach so, so ticken Katzen. Und ich würde sagen, das ist der letztliche Beweis für die Kugelgestalt der Erde. Falls ihr euch weiter über das Thema Flat Earth informieren wollt, schaut euch mal dieses Video von mir an. Da geht es um einen Flacherdler, der beim Versuch, die flache Gestalt der Erde mit seiner selbstgebauten Rakete zu beweisen, abgestürzt ist. Total verrückt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut!